Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Aufnahmerunde mit Bios Techpack Minecraft und beschaulicher originaler Minecraft-Musik im Hintergrund. Ist das schön. Ja, was möchte ich heute tun? Etwas, was wahrscheinlich wieder einige sehr freuen wird. Da werde ich mich heute mal mit beschäftigen, belustigen. Dafür müssen wir ein bisschen was vorbereiten, ein bisschen was machen und tun. Ein bisschen Level loswerden, die wir schon wieder viel zu viel haben. Nein, das da ist es ausnahmsweise nicht. Es ist etwas anderes und ich bin gespannt, ob mir das gelingen wird oder ob ich mich völlig vertan habe bei dem Nachlesen, wie das doch zu funktionieren hat. Ha, zack, 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 zack. Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge hiervon. Zack, 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 zack. Und eine Menge davon. Und noch viel mehr hiervon. Ja, und hier muss ich unbedingt dann auch nochmal ausbauen. Und es ist 10 Uhr, genau. 10 Uhr morgen? Echt? 10 Uhr erst? Ui. Tatsache, Punkt 10 Uhr. Noch ist vor dem Wechsel, noch nutze ich die Gunst der Stunde. Heute wird abgeklemmt. Ich habe eben noch so halb 10 Uhr morgens in Deutschland. Wie ist meine IP und was sagt sie über meine momentane Internetgeschwindigkeit gemacht? Und ja, so sozusagen der letzte Test vor der Umschaltung, beziehungsweise Ab- und Wiedereinschaltung. Cranberries und die wachsen hier überhaupt nicht. Anscheinend sind wir zu weit weg. Wir müssten also hier vielleicht doch mal einen Chunkloader dann hinmachen, vor allem wenn wir die Farm noch erweitern wollen. Wäre eine Überlegung, müssen wir mal gucken. Ja, hier können wir dann vielleicht einen Filler benutzen. Ich muss mal schauen. So viel ist es an sich aber auch nicht, wenn man es... Na doch, es ist schon ein bisschen was. Da hinten ist eine Emmerkuh. Aber ich möchte halt eigentlich gerade etwas anderes machen. Und das machen wir jetzt auch so. Warum ist hier schon wieder so eine... Hallo? Ich glaube, hier ganz dicht unter mir ist eine Höhle, von der ich noch nichts gewusst habe. Hallo, hallo. Was haben wir denn da eigentlich angesammelt? Ah, auch ein Enderplant-Seed. Ja, klar, nehmen wir gerne mit. Kann man ja leider nicht viel mit anfangen, ne? Außer, dass man hier Purple Dye rauskriegt, aber hey. Hätte ich gewusst, dass du heute kommst, hätte ich Kuchen gemacht. Oh, ich hätte mal wieder Hunger auf so einen japanischen Käsekuchen. Den könnte ich mal wieder machen. Ah, Huch! Mein Berg! Oh, da ist er wieder. Hui. So, da ist leider nichts zugewachsen. Das ist traurig. Da müssen wir hier mal den wegmachen. Hopp. Und hoffen, dass es dann wächst. So, zack, zack. Können wir die auch gleich wegessen. Mumpf, 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 mumpf. Ich mag unsere Hecke hier. Ich mag sie. Ja, ich mag sie. So, denn was ich heute vorhabe, das wird ganz viele Freunde, trallebumm. So, Vorsorge haben wir getroffen, das heißt, das heißt, gucken wir mal, müssen wir eigentlich hier haben, ne? Haben wir hier, da nicht, da haben wir. Richtig, da haben wir's. Da haben wir's. Und gleich muss ich wieder die Cobblestones einmal durchjagen. Hier, Berrybusch, so, da. Das müssen wir gleich wieder machen. Hier, wo ist es denn? Wo ist es denn hier? Wo haben wir es denn nur? Was? Kein Rich Slug? Ach so, das ist gerade wieder am Durchlaufen gewesen. Gut, gut. So. Ist halt Rich Slug Produktion, ne? Also nicht wundern. Das werde ich, glaube ich, wirklich mal dann automatisieren. Also da wirklich dann im Keller einen Raum für ausnehmen und das einfach mal als kleine Strecke automatisiert bauen. Vorher haben wir aber dann einiges anderes noch zu tun. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie viel brauchen wir. Das ist gar nicht so viel, was ich brauche. 1, 2, 3. Dann brauchen wir noch 6. Habe ich da vielleicht sogar noch? Zack. Habe ich sogar noch. Ist doch super. So, wir machen jetzt erstmal einen ganzen Haufen Papier. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und ich hoffe, ich habe das noch richtig im Kopf und nicht, dass es inzwischen sich geändert hat. 1, 2, 3. So, wlip, wlip. Nein, das funktioniert. Ein Bookshelf. Und ich hoffe, das funktioniert auch mit dem Bookshelf. So, und dann brauche ich die, weil da brauche ich... Wartet mal, muss ich kurz überlegen. Genau, den zweimal.
Oh, verdammt, da fehlt einer noch. Ach, Manno, jetzt müssen wir noch mal kurz hoch. Irgendeiner wird sich gerade wahrscheinlich vor Freude ins Füßchen machen fast. Wenn ich jetzt noch ein ME-System heute anfange, ne, Challenge accepted, dann fängt der zu heulen an. Da möchte ich dann aber bitte ein Beweisvideo von haben, dass du vor Freude heulst, wenn ich anfange, ein ME-System auch nur ansatzweise zu bauen. So, wir brauchen noch einmal dich hier. Zack, dann brauche ich aber jetzt nicht alle mitnehmen. Sondern machen wir einfach so zack, zack, so und weg. Und ich hoffe, dass das so funktioniert wie gedacht. Wahrscheinlich funktioniert es nicht. Ich glaube, mein blöder Magiestab könnte sich da vielleicht... Oh, jetzt hat das schon verraten. Verdammt. Richtig, es soll ein Magiestab werden. Ein ganz einfacher Wand. So, wir nehmen schön ein Sticky. Und haben unseren ersten Iron-Capped Wooden Wand. Kapazität 25. So. Kann ich irgendwie gucken, wie... Ja, erstmal was. So, keine Ahnung, setzen wir einfach mal kurz hier hin. Aha, da oben rechts haben wir eine Anzeige. Anscheinend ist er nicht aufgeladen. Abracadabra, Hokus, Pidibus. Nee, war klar. Der Wand ist noch nicht geladen. Ich hoffe, das ist noch so, dass sie sich das aus der Umgebung ziehen. Das heißt, wir schlafen einfach mal und gehen einfach mal draußen zu den Magical Flowers, die hier so rumstehen. Hoppala. Kann ich den Schluck trinken? Ha, lecker, lecker. Und ja, im Übrigen, Daily Dosis, Bibus Tech Pack. Daily Dosis haben wir im Moment ja eh nicht, ne? Sendeplan lässt grüßen. Und Daily Dosis ist doch auch Honeyball, ne? Daily Dosis Minecraft? Ich habe keine Ahnung, ne? Also ich meine, ich muss rechts klicken. Vielleicht gehen wir mal zu diesem komischen Aura-Knoten hin. Einfach mal aus Interesse, vielleicht lädt er sich dort auf. Neue Steine, Teleportur, wii. Buhi. Hallo. Passiert hier irgendwas? Ich fühle mich so, ja, unterdrückt und ein kleines bisschen laggy-laggy ist es. Liegt das wohl am Update, was er gerade noch runterzieht? So, das letzte Steam-Update mit alter Anbindungsgeschwindigkeit. Und ich fühle mich... Ja. Ah, so funktioniert das. Jetzt kann ich hier den Aura-Knoten also aufsaugen. Interessant. Zumindest erstmal so ein bisschen. So, damit haben wir den erstmal leer gesnuckelt. 110%. Naja, hoffen wir mal, dass das jetzt reicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier noch da Magie rausziehen könnte. Weil das ist ja ein Mystical Brown Flower, aber da kriege ich gar nichts raus. Das heißt, ich kriege das nur aus solchen Aura-Knoten. Man müsste also künstlich einen produzieren. Das geht ja, glaube ich, über ein Silverwood, wenn wir das bei uns in der Nähe machen. Ansonsten müssen wir uns eine andere Ecke zum Magifizieren suchen. Ich glaube nicht, dass ich einen Aura-Knoten irgendwie wegkriege. Oder wir müssen einfach bei uns in der Nähe nochmal gucken, ob wir da näher gelegen auch was haben. Kann ich denn lebenden Wesen etwas entziehen? Oder hier, der vielleicht? Nein. Dir! Ah, Piggy! Nee, Piggy will auch nicht. Gut. Warum habe ich denn da den Emerald gelassen? Den. Irgendwas hatte ich jetzt sogar noch im. Ja, ist so eine richtige Pickaxe. Irgendwas hatte ich jetzt gesehen, im Hinterkopf gehabt, gelassen. Clay lieber mit, Clay lieber mit. Ein bisschen Clay ist immer gut. So, hopp, hopp, hopp. Und jetzt können wir mal zurück. Home sweet home. Teleport! So, schnell die Edelsteine weggeschmissen und das andere auch aus der Tasche geworfen. Wir müssen ja eh runter, daher passt das ja. Und dann müssen wir hier halt auf Aura-Knoten-Suche gehen. Oder ich muss ja aber ganz viel Böses anstellen, dass hier einer entsteht. Ich wollte gerade sagen, ist das Schild verschwunden? Nein. Kurz nur dich gesehen. So, dich brauche ich nicht mehr, dich brauche ich nicht mehr, dich brauche ich nicht mehr. Was haben wir hier vielleicht noch mit bei? Papier und hiervon haben wir noch zwei.
Papier habe ich hier in irgendeiner Kiste. Da mal. Oben hätten wir es nochmal. Was ich? Clay? Clay. Clay ist gut, dass wir da mal ein bisschen was gefunden haben. So, Abracadabra, Hokus. Warum funktioniert das nicht? Da muss doch nicht hoffentlich echt komplett mit allem aufgeladen sein, oder? Ich hätte es mir besser durchlesen sollen. Oder es muss ein Standard-Bookshelf sein und das hier ist ja mit anderem Holz gemacht. Es ist aus anderem Holz. Ja, machen wir es einfach mal so. Da kriegen wir die Bücher wieder. Und holen uns mal einfach so. Poing. Poing. Poing, poing, poing. Poing, poing. Ah, schön. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, haben wir mal ein ganz normales Bookshelf. Ah, es musste ein normales Bookshelf sein. Hui. Formonomikon. So, hier. Knowledge Fragments haben wir schon. Formonikon. Was haben wir denn da? Research Expertise. Knowledge is power. You need scribing tools and paper to get the sweet sheet notes. Ach du grüne Neune. Ja, damit willkommen in Formcraft 4, ich glaube 4.3 oder was das inzwischen ist. Ich hoffe, ihr freut euch. Auf jeden Fall hoffe ich zumindest, dass sich jetzt einer riesig freut. Und ja, was das bedeutet ist, wir werden auf jeden Fall noch hier große Räume dafür anlegen müssen. Ich weiß noch gar nicht, was ich brauche. Hahaha, das heißt, es gibt hier wieder viel zu bauen. Dann haben wir wieder einen Schankerrohr. Juhu. Und hier Portalraum wollte ich auch ausbauen. Ich wollte hier was ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob das hier noch ist in dieser Version, also das hier mit denen noch nicht. Was war das hier überhaupt nochmal? Enchanted Portals, genau. Oder Enhanced, erweiterte Portale, ne? So, Backpacks bei der Battle, Bibliocraft. Die muss ich mir auch irgendwann bauen, die Uhr. Ich finde die Uhr von Bibliocraft eigentlich sehr geil. So eine schöne Standuhr, ich liebe solche Dinge. Oak Fancy Workbench, so ein paar Sachen kann man hier mal ja herstellen. Was war denn da? Ein Writing Book. Writing Book, Tape Measure, Hand Drill. Ach du grüne Neune, Screw Gun. Was ist denn hier? Oh, Lock and Key. Natürlich Creative Mode Only. Finde ich ein bisschen schade, weil sowas ist, wenn man das herstellen könnte, wäre natürlich auch was Geiles für Multiplayer, dass man einfach mal seine Butze abschließt. Bibliokraft. Was haben wir hier? Drifting Compass. Waypoint-Kompass. Atlas. Atlas? Atlas. Zack, Bibliocraft. Da muss ich mal kurz gucken. Atlas? Ja. Ein Slotted Book. Das ist jetzt... Aha, interessant. Atlas Plate. Ach du grüne Neune. Ja. Vielleicht beschäftige ich mich da auch irgendwann nochmal mit. Sword Pedalstead, da können wir irgendwann, bevor es kaputt ist, unser erstes Ender hinschmeißen, was wir theoretisch reparieren und noch aufwerten könnten, aber ich baue mir dann lieber was Neues. Da bin ich mal ehrlich. So, jetzt haben wir erstmal unseren ersten Wand und wir haben das da. Und das liebe Buch hat uns ja etwas gesagt, was wir herstellen sollen. Nämlich das hier. Research, Exploring, mhm. Denn dafür brauchen wir Scribing Tool. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt alles für habe. Was mache ich denn hier? Falsche Tasten drücken tue ich. Form. Twilight Forest. Also drin ist auf jeden Fall, also müsste tendenziell auch das Portal gehen. Das ist mir auch noch etwas, was ich da reinmachen will. Glasswort. Ich weiß nur nicht, ob das unterirdisch geht. Das habe ich noch nie unterirdisch gemacht. Das habe ich bisher immer nur irgendwo in den Wald gesetzt, wo es schön war. So ein paar Sachen hat man ja als Vorgabe. Formcraft da. Yellow Banner, was haben wir? Ach Gottes Willen. Ja, aber ich sag gleich,
Ich weiß nicht, ob ich mich richtig sehr viel mit beschäftigen werde oder ob wir da wirklich nur oben dran rumkratzen. Aber hey, wir haben immerhin jetzt mal angefangen. Ne? Iron Cap, genau, hätten wir auch aus Gold machen können. Dekadenter und besser. Was haben wir hier alles? Focus Punch. Ach du grünes Elend. Da haben wir ja Phonomicon und der V-Meter. Ich habe gelesen, der Wand, den wir haben, die wir jetzt gebaut haben, also der hier, der Iron Cap Wand, das Buch hier und die Formmeter sind die grundlegenden Dinge für Formcraft überhaupt. Die drei Grundlagen, die man erstmal machen sollte. Und das Grabbing Tool wollte ich machen. So, oder? Also brauche ich einfach eine Glasbottle. Etwas Black. Aha. Und eine Feder. Und wenn es leer ist, muss ich es so wieder auffüllen, oder wie? Okay. Black Dye. Müssen wir mal kurz überlegen. Gut, Inksack. Ach, und Inksack kriegen wir aus Quid Plant. Okay, das ist doch wunderbar. Also eine Feder und das. So, wie gesagt, dann möchte ich hier nämlich auch noch mehr Portale hinsetzen. Aber wie gesagt, wir müssen viel ausbauen. Auch das wird aufgerüstet. Als nächstes will ich dann doch mal sehen, dass ich eine Photovoltaik baue. Und Kabel. Dass wir, wie gesagt, hier noch ein bisschen zusätzliche Energie mit rankriegen und nicht nur hier drauf laufen. Bevor wir da mal was Größeres dann nochmal bauen oder was anderes. So, was hat er jetzt gesagt? Ich brauche eine Glasbottle. Eine Bottle aus Glas. So, mal gucken, ob ich ihn noch richtig im Kopf habe. Hoffentlich nicht im Kopf, hast du es im Indie Eye? Verdammt. Natürlich nicht. Ah, wäre jetzt auch zu schön gewesen. Keine Ahnung. Wie mal irgendwie. Nee, guck mal, natürlich nicht. Ach man, oh, gemein. Geh und mein. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Ach Gott, das waren Glasblöcke. Nee, egal, haben wir jetzt im. 1, 2, 3. Haben wir eben jetzt Scheiben. So. Zack, zack, zack. Drei Glasflaschen. Gut, dann haben wir eine Glasbuddel. Eine Buddel voll Glas. Eine Glasbuddel. Eine Feder brauchen wir noch und ein Insekt. Insekt haben wir haben bestimmt irgendwo eine Squid Plant oder so, ne? Lightning, Potion Creeper, Ender, Rain, Fly, Slime, Potion Chopper. Bürst, Reprusen. Wir haben echt keine Squid. Doch. Zwar nicht viel, aber das soll mir reichen. Das soll mir reichen. So, dann haben wir das auch. Eine Feder. So, hopp. Eine Feder für die Zeder. So, drücken natürlich. Zack und zack. Scribing Tool. Was? Units. Scribing Tool and Paper. Aha. Ist das noch wieder eine minimal andere Variante davon? Scribing Tool und Paper. Ich suche es einfach mal. Gezielt. Drei. Ja, das wird wahrscheinlich dann in besagten Formcraft, weil wir haben es, ich habe es ja schon mal gemacht, so minimal unter Anführung von Retschi, das aber halt schon sehr lange und hat sich, glaube ich, auch sehr viel geändert. Ich glaube einfach, da brauche ich dann diesen Scribing Table oder wie er heißt. Ja, da muss man, glaube ich, hier diesen Table zweimal bauen oder was da. Also einer von denen war es, glaube ich. Den zweimal bauen, dann nebeneinander mit einem Wand drauf. Oder Arcane Workbench. Eins davon war es. Crucible brauchen wir, da kann ich mich noch dran entsinnern. Da habe ich schon gar keine Ahnung mehr von. So, hier hört es mich dann schon auf. Gut, aber wir haben ein paar grundlegende Formcraft-Sachen hergestellt. Ich hoffe, ihr seid glücklich. Und hey, geilo, wir können gleich noch hier mal kurz. Ah! Funk! Können wir gleich mal. Können wir so. In der Pearl. Aber noch irgendwas, dass ich kurz mal wegwupsern kann. Nee, sonst haben wir jetzt gerade nichts dabei. Wir haben auf jeden Fall Gras. Ah, zwei Stück können wir mal mitnehmen. Nehmen wir mal da noch hier ein Stick mit. Jetzt machen wir erstmal kurz die Tasche leer.
Und haben auch schon wieder endlos überzogen. Wir sagen, dann muss ich mal gucken. Ich weiß leider nicht mehr das Portal so genau aus dem Kopf. So, da haben wir das. Dann haben wir hier auch noch den Wand. Dann haben wir hier auch noch das. Dann können wir noch das andere Ding hier reintun. Und hier haben wir noch Papier, da können wir mit runternehmen, aber egal. So. Hier noch ein Glasbuddel. Den Rest können wir im Inventar soweit erstmal belassen. Möchte ich glauben, sagen, tun. Alles klar, ich hau mich hier aufs Ohr und sage vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal.